17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Bombenanschlag auf PLO-Büro in Beirut fordert mindestens 13 Menschenleben. Innenminister Erwin Lanz betont, bereits generelle Überlegungen für den geplanten Nahostgefangenenaustausch in Österreich im Gang. Der frühere Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, wird von Bolivien nach Frankreich ausgewiesen. Stört's dich? Massenausweisung von mehr als... Eigentlich stört's mich. Das kannst du nicht machen. Warum kann ich das nicht machen? Ja, du kannst es machen, aber klug ist es nicht. Das lass meine Sorge sein. Ja, bitte, ich verstehe nicht, wie du diesen Zug machen kannst. Na, das ist doch fabelhaft. Wenn du es nicht verstehst, habe ich einen Vorteil. Ne? Glaubst du? Ja. Na gut, bitte, du hast es also so gewollt, bitte sehr. Da hast du einen Vorteil. Die Dame ist weg. Naja, also gut, blöd, gemein ist das von dir. Bitte, was ist daran gemein, schließlich und endlich? Also ich bemühe mich jetzt seit über einem Jahr, dir beizubringen, wie man Schach spielt, nicht wahr? Also ich verstehe nicht, wie du aus Gedankenlosigkeit einfach deine Dame opfern kannst. Gedankenlosigkeit? Wie kommst du dazu, mir Gedankenlosigkeit zu unterschieben? Ich habe mir etwas dabei gedacht. Das ist ja noch ärger. Franz, bitte sei nicht so unhöflich. Bitte schau mich nicht so ironisch an. Bitte. Ich kann das nicht leiden. Jedes Mal setzt du dieses Gesicht auf, wenn ich mit dir Schach spiele. Weiß überhaupt nicht, warum ich mich immer wieder dazu überreden lasse, mit dir zu spielen. Ja, das ist merkwürdig. Mit Frauen kann man offenbar wirklich nicht spielen, weil sie nicht verlieren können. Ja, da hätte ich einen fabelhaften Vorschlag für dich. Ja, ja, einen großen Vorschlag hätte ich für dich. Ja? Du gehst jetzt auf die Suche nach der idealen Frau, die du brauchst, damit du, die sich alle deine ganzen Unhöflichkeiten und deine Anzüglichkeiten gefallen lässt, deine Überheblichkeiten. Ja, natürlicherweise. Also hat also die Bande doch zugeschlagen. Ja, Familienbande. Jetzt weiß ich, warum man es Familienbande nennt. Sag, entschuldige vielmals, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Du hast keine Ahnung, wovon ich spreche, geht bitte. Du weißt ganz genau, wovon du sprichst. Na, selbstverständlich, ich spreche davon, von einer Dame fürs Schach. Ganz genau das tue ich. Von der Dame hier im Schach? Ja, natürlich. Wenn du so ekel, wenn du es so grauslich findest, mit mir zu spielen, und wenn du das so ablehnst, sitzt sicher schon irgendwo ein weibliches Wesen und wartet darauf, dass du sie holst. Also geh schon. Also doch, ja, hat dich der Guido informiert oder war es die Elfi? Aber na, wahrscheinlich hat eins von meinen lieben Enkelkindern vom vorigen Samstag getrotscht, nicht wahr? Ja, das sind wirklich die, da habe ich Nattern an meinem Busen gezüchtet. Mein liebes Kind, in letzter Zeit habe ich es aber schwer mit dir. Wieso hast du schwer mit mir? Ich setze mich nur zur Wehr, wenn ich sozusagen Verdächtigungen ausgesetzt bin, die ganz blödsinnig sind. Wie kannst du von Verdächtigungen sprechen? Ich spreche von Tatsachen. Wirklich, Franz, du benimmst dich keinesfalls deinem Alter angemessen. Keinesfalls. Bitte, was soll diese... Ich finde, ich bin für mein Alter noch ganz gut. Es ist wirklich schwer, die Herrschung zu bewahren bei dir. Sag mal, Hila, ich habe das Gefühl, du suchst unbedingt Streit. Streit? Ja. Ich? Ja. Ich hasse Streit und das weißt du ganz genau. Ach, du hast Streit? Na, ja. Dann bist du wahrscheinlich darauf aus, deine unterdrückten, dramatischen Fähigkeiten... Franz, ich flehe dich an, lass mich in Ruhe. Es ist mit dir zum Aus der Haut fahren. Aber bitte, warum bist du halt nicht hysterisch? Ich bin nicht hysterisch. Wie kannst du mir das unterschieben? Was machst denn du da? Was mache ich? Ich versuche dir beizubringen, dass man die Aggressionen ein bisschen unterdrückt. Aber der Quatsch, bitte dreh dich um, hier. Ja, also bei euch geht's aber auch nicht gerade happy zu. Ich habe halt Pech mit meinen Altvordern. Bitte, was soll denn das wieder heißen? Ach, nichts. Ja, wenn es nichts heißen soll, warum sagst du es dann? Also geh, hör auf, alter Brummbär. Sagt sie mal, was ist denn los heute bei euch? Es ist überhaupt nichts los. Dein Großvater geruht auf mir herumzuhacken. Na, das muss in der Familie liegen. Sein Sohn tut nämlich genau dasselbe mit mir. Sein Sohn? Mein Ernster? Nein, das tut er bestimmt nicht. Der hat einen ganz friedfertigen Charakter. Den hat er von mir geerbt. Gestattet, dass ich lache. Haha. Sag mal, wenn du ausgelacht hast,
Könntest du mir vielleicht erklären, was dieser Aufzug da, der so ausschaut wie der Auszug aus Ägypten, bedeuten soll? Das trifft es auch haargenau, was du sagst, der Auszug aus Ägypten. Die Kinder Israels sind nämlich auch abgehauen, weil sie das Joch von dem Tyrannen da... Von dem Pharao nicht mehr ausgehalten haben. So ein mieser, tyrannischer Knochen. Moment, bitte, wen meinst du jetzt mit dem miesen, tyrannischen Knochen? Ihren Sohn oder den Pharao? Beide. Tommy, mach nicht so ein schieres Gesicht. Komm, leg das ab, stell das hin. Weiß gar nicht, was das ist. Komm, Decke. Komm her, setz dich und jetzt erzähl, was dir über die Leber gelaufen ist. Komm. Gibt's nichts zu erzählen. Also bitte, was soll das wieder heißen? Bitte sei doch nicht so nervös. Siehst du denn nicht, dass der Bub Sorgen hat? Ich sehe, dass der Bub Sorgen hat. Aber wenn man ihn fragt, was ist los, ich sagte, es ist nichts zum Erzählen. Also bitte, wozu bist du dann heraufgekommen? Zum Schlafen. Was? Zum was, bitte? Ich habe immer einen Schlafsack mitgenommen. Ach, ein Schlafsack ist das? Sag einmal bitte, was soll denn das heißen? Wozu brauchst du einen Schlafsack hier bei uns? Soweit ich weiß, wohnst du einen Stock tiefer und hast ein anständiges Bett. Jetzt nicht mehr. Ich werd wahnsinnig. Das Kind benimmt sich schon wie ein modernes Theaterstück. Lauter Sätze ohne Sinn. Komm, bitte, lass das Kind in Ruhe, ja? Bitte. Na, also erzähl. Was soll ich sagen? Mein Gott. Fang mit Anfang an, mit dem Beginn, Tommylein, das ist immer das Beste, also. Also das war so, der Mike, den kennt ihr nicht. Nein. Der hat eine Cousine namens Christa. Ja. Die kennt ihr auch nicht. Bravo, jetzt kennen wir schon zwei, die wir nicht kennen. Das macht ja nichts, wir kennen beide nicht, das macht überhaupt nichts, erzähle weiter. Ja. Also die Christa... Die ist eine irre Typen, sage ich euch. Okay. Die war ein Jahr in einem Kibbutz in Israel. Ja, du, da müsstest du auch einmal hinfahren. Genau, das wollte ich sagen. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und dieser Kibbutz ist in der Nähe von Israel. In der Nähe von Israel. Von was einer Stadt? Warte. Tel Aviv? Nazareth. Von Nazareth. Also. Ich bin schon ganz durcheinander. Na komm, ganz ruhig weitererzählen. In der Nähe von Nazareth? Ja. In einem Föhrenwald, hat sie gesagt. In einem Föhrenwald? Sie hat dort Äpfel gepflückt. Fabelhaft. Das muss wirklich ein großartiger Kibbutz sein, wo man im Föhrenwald Äpfel pflückt. Nee, also bitte. Aber entschuldige, das kann ja nicht der Grund sein, warum du dein Bett da unten verloren hast. Natürlich nicht. Wie kommst du auf so eine Idee? Ich komme nicht auf die Idee. Bitte dich, Tommylein, erzähl weiter. Bitte. Ja. Also diese Christa, die fährt jetzt auf ein Jahr nach Amerika. So. Und da hat sie halt jetzt eine super Abschiedsfete gegeben. Ja. Klar. Sonnenklar. So weit, so gut. No. Ja. Mich hat sie natürlich auch eingeladen. Und, und ja, und es war natürlich irrsinnig klar. Sie hat zwei Musiker dort gehabt, von der Akademie. Einer hat Flöte gespielt und der andere Cello. Schön. Ich habe mich irrsinnig geärgert, dass ich meine Gitarre nicht mitgenommen habe. Aber bei mir ist eine Saite gerissen. Ja, nur eine, ne? Und das reicht auch. Ich habe eine Pechsträhne in letzter Zeit. Komm, sei nicht so traurig. Also wir waren stehen geblieben, da hat einer eine Flöte gespielt und der andere hat Cello gespielt. Und was war dann, Tommy? Dann? Um Mitternacht haben wir... Palatschinken gegessen. Der Mike hat sie selbst gemacht. Ja, mit Faschierten und Champignon gefüllt. Fabelhaft, hat's geschmeckt? Bitte, jetzt wirst du mich noch erkundigen, was mit den Palatschinken war. Ja, allerdings, es interessiert mich nämlich. Ich mag das sehr. Ich finde das toll, wenn junge Männer kochen können. Dann haben die Ehefrauen später wenigstens nicht gefreut mit ihnen. Nicht? Der Opa hat nie kochen können. Na, das kann man wohl sagen. Der Butterbrot zu streichen bringt ihn schon in Schwierigkeiten. Bitte könnte man vielleicht wieder zum Thema zurückkehren mit dem Bett. Ich bin ja mittendrin. Ja, störe ihn nicht. Also da waren die Palatschinken um Mitternacht. Ja, bist du jetzt still? Bitte. Nachdem wir die Palatschinken gegessen haben, haben wir halt zu diskutieren begonnen. Aha. Und, haben halt gesprochen darüber, ob sich die neue Studienordnung letztes Jahr halt bewährt hat. Und freilich, das interessiert euch. Und dann haben wir noch gestritten darüber, welche Supermacht den Weltfrieden mehr gefährdet, also Amerika oder Russland. Ja. Und jetzt frage ich euch, schaut man bei solchen Themen auf die Uhr? Ach, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, mir auch. Nein, man schaut nicht auf die Uhr. Ich finde, das ist direkt unanständig. Tommy? Aber der Papa, der
Papa hat das natürlich nicht kapiert. Der Papa, ja. Tommy, um wie viel Uhr bist du nach Hause gekommen, hä? Na, eh schon um 6 in der Früh. Aber nein, schon um 6. Wie ich nach Hause komme, sitzt der Papa im Pyjama im Wohnzimmer und wie ich freundlich zu ihm Guten Morgen sag, hat er geschrien. Warum hast du nicht angerufen? Genau das hat er geschrien. Du bist ja Hellseher. Na, also ja, Hellseher. Danke für die Blumen. Ja, und also, was war dann? Ja, ich habe ihm halt gesagt, dass ich nicht telefoniert habe, weil ich ihn nicht aus seinen süßen Schlummer herausreißen wollte. Ach, den Schmäh wird er da so. Naja, da hätte es einem sein sollen. Da ist erst recht abzischt wie eine Rakete. Ja, sicher. Ich habe geglaubt, es haut ihn durch den Plafon. Hm. Wenn die Mama wenigstens da gewesen wäre, die nimmt das alles viel lockerer. Hm. Aber die ist ja bei ihrem Verlag in Graz und die hat die Diener mitgenommen. Hm. Aber in seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken, wenn er ihr erzählen muss, dass ich weg bin. Hm. Also, du bist Tommylein, warum bist du eigentlich weg? Das musst mir jetzt noch einmal sagen. Also, wir wissen einstweilen, du hast einen Krach gehabt. Also Krach, gut. Na, nicht gut, aber ich meine, sei mir nicht böse, aber wegen einem Krach, da geht man doch nicht mit Sack und Pack von zu Hause weg und zieht aus. Das ist doch... Ich wäre ja eh nie gegangen, wenn er mich nicht hinausgeschmissen hätte. Was, der Ernstl hat dich rausgeschmissen? Das glaube ich nicht. Glaub's das macht ruhig, er nicht. Glaub's ruhig. Du kennst ihn nicht so gut wie ich. Hm. Der wird zum King Kong, wenn ihm was über die Leber läuft. Und diesmal bin ich halt ihm über die Leber gelaufen. Ja, wahrscheinlich mit noch dazu so mit genagelte Bergschuhe. Komm, Franz, lass. Zuerst habe ich versucht, in aller Ruhe, ja, von Mensch zu Mensch, hm, mit ihm zu reden. Ja. Aber er hat kein Feeling für meine Argumente. Was hat er nicht? Er hat kein Feeling gehabt, mein Gott, Franz. Er hat kein Gefühl gehabt, dafür stell dich nicht so. Sei still. Schau, Tommylein, du musst doch eines verstehen. Dieser arme Ernst, dein Vater, der ist die ganze Nacht auf und ab gegangen in der Wohnung. Der hat keine Minute geschlafen. Was glaubst du, was der für eine Angst um dich gehabt hat? Er hat doch Fantasie, der Mann, was er sich alles vorgestellt haben wird, was dir passieren kann. Ja, hat er nicht gewusst, wo du bist? Aber klar hat er das gewusst. Also bitte, wenn er das gewusst hat, verstehe ich nicht, warum er nicht angerufen hat. Ja, das nee. Ja, ich habe ihm zwar gesagt, dass ich bei Mike bin, aber ich habe vergessen, ihm den Nachnamen zu nennen. Mein Gott. Und er hat ja auch gar nicht danach gefragt, weil ich habe ihm nämlich gesagt, dass ich bis 12 spätestens zurück bin. Na ja, also Tommy. Na ja, aber um 12, da waren doch die Palatschinken und so. Palatschinken schon wieder. Also entschuldige vielmals, also was machen wir denn jetzt, Franz? Ja. Ich schlafe bei euch. Du schläfst bei uns? Ja, er war nämlich... Er war nämlich noch nicht da, wie ich zu euch heraufgekommen bin. Ja. Und da habe ich ihm einen Zettel hinterlassen. Ja, dass du bei uns schlafen wirst. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe ihm geschrieben, du hast mich fortgejagt, ich bin gegangen. Suche mich nicht, denn du wirst mich nie finden. Dein ehemaliger Sohn Tommy. Furchtbar, furchtbar, dieser Stil, also sowas von Kitsch. Naja, das ist wurscht, ob das kitschig ist oder nicht, aber jedenfalls ist es unmöglich, dass du deinem Vater einen solchen Brief hinlegst. Stell dir doch vor, wenn der nach Hause kommt, der wird ja wahnsinnig vor Angst, wenn er so etwas liest, der erschrickt doch zu Tod. Das soll er ja auch. Ach, sei nicht so. Soll ich endlich einmal lernen, dass man mit seinem erwachsenen Sohn nicht so herumspringen kann, ne? Ja, also bitte, was erwartest du dir eigentlich? Du erwartest vielleicht, dass wir dich hier bei uns in der Wohnung sozusagen als U-Boot behandeln werden? Ausgeschlossen. Du haust mich auch hinaus? Du, mein einziger Großvater? Du, ich hau dich nicht hinaus, sondern ich nehme dich zart bei deinem Handel, führ dich einen Stock tiefer und übergebe dich deinem glückstrahlenden Vater. Das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Nein, Moment, nein. Bleibst da. Nimm deine Sachen. So, die Decke, den Koffer. So, wir werden das schon alles in Ordnung bringen. Du gehst jetzt ins Arbeitszimmer vom Opa. Und dann machst du dir es gemütlich. Verstehst du? Du legst den Schlafsack schön auf und wir werden das alles in Ordnung bringen. Danke. So, das wär's. Was soll das? Du willst diesen Unsinn auch noch unterstützen? Na, entschuldige, ich verstehe dich nicht, Franz. Willst du denn, dass wir dieses Kind mit Sack und Pack auf die Straße schicken? Wer weiß, wo der landet? Nein,
Das einzige Mögliche ist, dass der hier bleibt und dann werden wir die Sache in Ordnung bringen. Ja, wie? Wo? Wann? Ja, das weiß ich noch nicht. Sei still jetzt. Lass mich in Ruhe nachdenken. Ja, du denkst in Ruhe nach und inzwischen wird da bei mir drinnen ein Campingplatz aufgemacht. Vergesse. Aber bitte, ich wollte heute noch einen Artikel schreiben für das Urheberrecht. Du schreibst den morgen. Ja, wie soll ich da drinnen schreiben, wenn sich Menschenmassen zu meinen Füßen wälzen? Ich höre immer Menschenmassen. Mein Gott, Franz. Ein einziger, ganz dünner, 19-jähriger Bub, dein Enkel liegt da drin. Ja, nur das gibt doch. Das wird der Ernstl sein. Das wird der Ernstl sein. Naja, das ist fabelhaft. Wirklich, wirklich. Also, da bin ich mir nur freien drüber. Komm herein, dann mach schnell die Tür. Ja, bitte, komm herein, ich mach schnell die Tür zu. Hast noch ein paar Aufträge für mich? Ich meine, fühlst dich wohl hier in meinem Arbeitszimmer. Bist du grantig? Aber wo? Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich grantig sein könnte? Bin natürlicherweise überaus beglückt, dass ich hier so einen friedlichen, angenehmen Nachmittag verbringen darf. Du, der friedliche, angenehme Nachmittag wird nicht mehr lang dauern, wenn das Geläute meinem Vater angekündigt wird. Ja. Du verratst der Männer, dass ich da bin. Ja, bitte, was stellst du dir vor? Du glaubst, ich werde meinen Sohn anlügen? Anlügen ist zu stark ausgedrückt. Das brauchst du auch gar nicht. Sondern? Ich meine, du brauchst doch nur sagen, du weißt nicht, wo ich bin. Ah, und das ist nicht gelogen? Nein, weil ich kann mir ja mit meinem Schlafsack immerhin ins Schlafzimmer verrollen oder ins Badezimmer. Ja, ja. Und du weißt ja eben nicht, in welchen Räumlichkeiten ich bin, ne? Ja. Capito? Ja, Capito. Also ich, mit deinen Spitzfindigkeiten denke ich ja gar nicht dran, darauf einzugehen. Ich werde mit dem Ernst reden, aber so wie ich es für richtig halte. Capito? Hallo? Ja, Frau Sokko, was machen denn Sie da? Sie sind doch vor 2 Stunden schon weggegangen, oder irre ich mich? Nein, Herr Sektionschef, Sie irren sich ganz selten. Also diesmal auch nicht. Ich bin vor 2 Stunden weggegangen. Ja, aber jetzt sind Sie wieder da, wenn ich Sie haben schon wieder recht. Der Herr Sektionschef wäre Glaser, Kandidat für ein Fernsehen. Ja, das schicken wir nächstes hin. Also jetzt hör zu, die Frau Sokol, die hat ein kleines Malheur gehabt. Also eine Frau, kleines Malheur ist ein bisschen untertrieben, weil es, wenn ein Mensch nicht weiß, wo er in der Nacht sein Haupt hinlegen sollte, das ist schon eher ein großes Malheur. Ja, Frau Sokol. Sie wissen nicht, wo Sie Ihr Haupt hinlegen sollen. Na, da sind Sie ja bei uns, genau an der richtigen Adresse. Meine liebe Hilla wird diese Frage sofort lösen. Na, Sie gehen natürlicherweise in mein Arbeitszimmer. Sind ja noch ein paar Eckerln frei im Nachtasyl-Lafitt. Franz, jetzt hörst du aber auf, ja? Fang nicht immer wieder davon an. Herr Sektionschef, dieses Angebot habe ich von Ihnen wirklich nicht erwartet. Ich meine, das kann ich ja gar nicht annehmen, aber bitte nehme ich es an, danke gern. So, also hör zu, was passiert ist. Die Frau Sokol hat ihre Wohnungsschlüssel bei uns vergessen. Ja. Die Wohnungsschlüssel bei uns, das ist doch überhaupt gar keine Affäre. Nee, ich weiß schon, ja gut, Sie müssen extra nach Kagran fahren, wieder von Kagran hierher. Na, Frau Sokol, dann nehmen Sie eben jetzt Ihre vergessenen Wohnungsschlüssel. Und wissen Sie was? Wir spendieren Ihnen ein Taxi. Sehr lieb. Da sind Sie also ganz schnell wieder bei sich zu Hause. Ja, und wenn du mich hättest ausreden lassen, dann wüsstest du mehr. Diese Wohnungsschlüssel sind nämlich weg. Ja. Bitte, was heißt das, sie sind weg? Weg heißt futsch. Sie sind nicht mehr da, wo sie sie hingelegt hat, mein Nämlich Gott. Nämlich auf das Vorzimmertisch so und dort habe ich sie vergessen. Na. Sie haben sie aufs Vorzimmertisch gelegt? Ja, aber sie haben sie dort und vergessen. Ja. Und da sind sie nicht mehr dort? Ja. Na, da habe ich sie nicht ordentlich geschaut. Wir haben ja gleich gesehen, dass die da sind. Da drüben. Lassen Sie ihn ruhig an. Na bitte, was habe ich gesagt? Liebe Frau Sokol, darf ich mir gestatten, Ihnen Ihre Wohnungsschlüssel zu überreichen? Nein. Was, wieso nein? Weil das nicht die meinigen sind. Das sind nämlich fremde Schlüssel. Weißt du, wir waren auch draußen, wir haben auch gesucht. Wir sind ja nicht blind, sonst hätten wir es nämlich gefunden. Bitte, ja. Bitte, wieso liegen fremde Wohnungsschlüssel auf meinem Vorzimmertisch? Also, da muss ich Ihnen leider sagen, das kann ich mir auch nicht erklären. Weil ich habe die meinigen hingelegt und jetzt sind es andere. Da müssen überirdische Kräfte am Werk sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wie ich da war alles noch ganz normal. Ich habe es einfach hingelegt. Aber ich bin ja nicht neugierig. Wissen die aber doch gern, was ist denn in der Zeit vorgegangen, wo ich nicht da war? Naja, da ist allerhand vorgegangen. Aber überirdisches war nichts dabei. Da kann ich Sie beruhigen. Na, Frau, das soll man nicht so ohne weiteres sagen. Der Engel, der liest nämlich gern so Sachen über
Überirdisches. Der hat mir aus einem Buch was vorgelesen. Also, das ist so. Mit der Schulweisheit, Wort, wie geht es? Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als was unsere Schulweisheit zugibt. Aha, aha, ja, das Buch hätte ich aber nicht gewusst. Frau Sokoles Hamlet ist nicht schlecht. Etwas abgemacht. Ja, ja, aber bitte, bitte, ich wäre wahnsinnig. Ich meine, nein, was zu viel ist, ist zu viel. Nein, du brauchst nicht wahnsinnig zu werden. Ich habe von dir gelernt, jede Sache im Leben, die vorkommt, findet irgendwann seine logische Erklärung. Also warte ab. Ja, Knifler, logisch ist ja ganz gut. Nur steht in dem Buch auch, wenn die Überirdischen ihre Hand im Spiel haben, soll es angeblich einen Wirbelwind und ein völliges Durcheinander geben. Moment, Moment, dazu braucht man keine überirdischen Wirbelwind durcheinander. Der Herr Windeck. Der ist auch sehr wirbelwind. Franz! Der Herr Windeck, der war doch heute Nachmittag hier. Der hat mir ein Buch gebracht, das man schon längst bringen sollte. Von jedem anderen hätte ich es schon früher bekommen, nicht wahr? Das ärgert mich, dass ich jetzt nicht draufgekommen bin. Natürlich, der Windeck kam, hatte furchtbar viel Sackerl und Backerl bei sich, hat die draußen abgelegt. Dann habe ich ihm einen Cognac gegeben und was war dann? Ja, dann ist er wieder weg. Ja, ja. Und hat mitgenommen die Schlüssel von der Frau Sokol und stattdessen hat er seine da gelassen. Die will ich aber nicht, ich will meine. Ja, Frau Sokol, bitte regen Sie sich nicht auf. Wir werden das gleich in Ordnung bringen. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt sofort den Heinz Windeck anrufen. Ah, ja. Hilla, Hilla, ja? Bleib da, bleib da. Wie willst du das machen, den Heinz anrufen? Na, wie? Drehen, so, mit dem Finger. So, so. Ja. Und wo glaubst du, dass du ihn erreichst? Zu Haus, wohin fährt? Das wäre wirklich ein Wunder, denn dass er mit den Schlüsseln von der Frau Sokol seine Wohnung aufsperren kann, wäre fabelhaft. Also gut, dann müssen wir uns halt ein bisschen gedulden, Frau Sokol. Früher oder später muss er ja kommen und die Schlüsseln austauschen. Nein, du verwechselst ihn mit mir. Warum? Ich meine, weil es wäre sehr vernünftig, wenn er das täte. Aber der Heinz ist ja nicht gerade, den zähle ich nicht unbedingt zu den Vernünftigen. Nein, das sehe ich anders. Der wird zuerst einmal versuchen, ob er nicht doch mit diesen Schlüsseln die Wohnung aufsperren kann. Dann kommt er ins Grübeln. Ja. Beim Grübeln kommt auch nichts heraus. No, geht er ins nächste Beisel, um seinen Kummer zu ertränken. Marantius, das weiß ich. Ich kann den da nicht in alle Beiseln suchen gehen. Nein, da gehe ich lieber auf Ihr Angebot, Herr Sektionschef, zurück wegen einem Arbeitszimmer. Ich meine, ich könnte ja in den Keller runtergehen und hole mir das alte Lotteriebett herauf. Ja, also gut, da habe ich noch eine bessere Idee. Ja? Stellen Sie sich vor, es gibt den sogenannten Aufsperrdienst. Ich bin bereit, diesen Aufsperrdienst für Sie zu bezahlen. Der soll bei Ihnen aufsperren. Jetzt läutet, das ist der Windeck, das ist der Windeck. Nein, ne Frau, ich geh aufmachen. Ja, und? Weil was ich denn erzähle? Aber nicht. Von hier bis Kagran, eine Stunde. Ja, ja, und von Kagran bis hier wieder eine. Wieder eine Stunde. Ah, Sie? Ist er da? Nein, leider nicht. Weil wenn der kommt, dem werde ich was erzählen. Sie, das schreibt sich der nicht hinter die Ohren. Frau Sokol, das ist meine Sache. Das hört ab sofort auf, dass wir... Nein, das hört ab sofort auf, dass wir alle in die Erziehung reinreden. Dadurch, dass man ihm ja nachgegeben hat, ist er ja so unverschämt geworden, er ist der Kerl. Nein, ich war immer gegen Gewalt. Aber jetzt, Frau Sokol, jetzt, ich schwör's Ihnen, jetzt lege ich ihn übers Knie zum ersten Mal in seinem Leben. Dazu ist er noch nicht zu alt. Nein! Hauen will er ihn, den Herrn Heinz und alles wegen meiner Schlüsseln. Also so weit wäre nicht einmal ich gegangen. Aber geh, ich bitte dich, ja, aber jetzt beruhig dich doch zuerst einmal. Mein Gott, schau, wie das Kind aufgeregt ist. Ich danke dir für deinen lieben, guten Rat, aber der ist leider in der momentanen Situation völlig unpassend. Mein Herr Sohn hat den Koffer gepackt und die Wohnung verlassen. Stell dir das einmal vor. Und obendrein noch hat er mir einen saufrechen Brief auf dem Dings. Aber, na was? Kopfkissen meinst du? Kopfpolster hat er mir gelegt. Ja. Verstehst du? Ja. Ja. Stell dir das einmal vor. Ja, dann, ja. Ich hab ihn irgendwo. Moment. Ja, du brauchst ihn. Nein, warte, warte. Nein, so was musst du gelesen haben. Ja. Also so was von ihm. Also um vielleicht gleich einmal zunächst ein Missverständnis. Hast du Missverständnis gesagt? Ja. Das ist eine Rücksichtslosigkeit. Eine impertinente Rücksichtslosigkeit ersten Ranges von diesem Lausbuben. Die ganze Nacht bin ich in der Wohnung auf und ab gewandert wie
wie ein eingesperrter Tiger, verstehst du mich, im Pyjama bin ich. Ja, ich habe mir ununterbrochen vorgestellt, der ist über... Entschuldige, ich muss über Tiger im Pyjama. Also gut. Entschuldige. Ja, bitteschön, es kommt selten vor, dass ein Tiger im Pyjama ist. Also ich renne auf und ab, nicht wahr? Ich mache mir Gedanken, ich stelle mir ununterbrochen vor, der ist vielleicht überfahren worden, nicht wahr? Oder der ist in eine Schlägerei geraten, heute weißt du das ja gar nicht mehr so genau. Oder vielleicht eine Rauschgift-Razzia. Oder weiß der Teufel irgendetwas? Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Das ist das Schlimmste passieren. Entschuldigung, Firmas, bitte. Ja. Ich habe mir gedacht, weil so eine Aufgeregtheit herrscht, ich mache vielleicht eine große Kanne Melissentee. Melissentee ist sehr gut in diesem Fall. Danke Ihnen, Frau Sokol, Sie sind lieb. Bitte schön, Herr Ernst, wenn er kommt, hauen Sie ihn nicht. Schauen Sie, er ist natürlich schlampert und ein Schussel und er holt alles durcheinander, aber er meint es ja nicht. Ja. Hauen Sie ihn nicht. Bitte, so ist es immer, verstehst du? Dauernd wird er in Schutz genommen, von allen wird er in Schutz genommen und da bildet er sich ein, er kann sich alles erlauben, er kann sich alles leisten, dieser Frechdachs, dieser Elendige. Schau, wenn ich ihm einmal etwas verbiete, nicht wahr, dann kriegt er es hinten herum von der Elfi. Und wenn auch dir mal, was ihr leider selten genug vorkommt, wenn dir mal Nein sagt, nur was ist die Folge? Er kommt zu euch herauf. Und so wird jede Erziehung wird systematisch torpediert. Du, entschuldige, Ernst, ist aber nicht nett von dir, dass wir jetzt auf einmal schuld sind. Aber nein, das ist ungerecht. Ja, und außerdem ist es unwahr. Ja, bitte, also, schau, reg dich ein bisschen ab. Überlegen wir mal, also, was ist wirklich passiert. Also, der Tommy, gut, er ist also erst in der Früh nach Haus gekommen. Gut. Ja, mein Gott, er ist 19. Na ja, also, da kann ihm das schon mal passieren. Na ja, aber bitte, natürlicherweise, gut, er hat also nicht angerufen. Das ist also wirklich... Nur das ist nicht gut, dass er nicht angerufen hat. Darum bin ich ja wie der Tiger. Aber ja, lieber Ernst, nur deswegen geht die Welt nicht unter. Nein, deswegen geht die Welt nicht unter, nicht? Die Welt geht nicht unter. Und dass er ausgezogen ist, was? Das findest du auch für ganz selbstverständlich. Aber du hast ja immer zu ihm gehalten, immer. Ich erinnere dich nur an die Zeit, wo er ununterbrochen einen Fünfer nach dem anderen nach Hause gebracht hat. Da hast du gelacht über die Sorgen, die ich mir mache. Du, ich habe nicht gelacht und letztlich habe ich recht behalten, denn er hat ja die Matura doch ganz glatt bestanden. Na gut, hat er auch schon was. Also wie ich das der Elfi beibringen soll, das weiß der liebe Gott. Hoffentlich, denn ich weiß es nicht. Ernstl, ich habe eine Frage an dich. Du sagst, er ist freiwillig ausgezogen. Hm. Ja. Hast du nicht vielleicht irgendwas zu ihm gesagt? Also jetzt du auch. Was du denn? Auch, was habe ich jetzt wieder getan? Aber selbstverständlich. Wer ist schuld an allem? Ich, wer sonst? Aber natürlich kann ja gar nicht anders sein. Nicht wahr? Der tyrannische Vater, der das arme Kind vor die Tür setzt. Ja, es ist ja möglich, dass ich in meinem Zorn vielleicht eine diesbezügliche Andeutung oder Bemerkung gemacht habe. Das kann ja sein, aber das habe ich doch nicht ernst gemeint. Und das hat der Kerl auch ganz genau gewusst. Das hat er. Was heißt, reg dich nicht so auf, du? Ich habe sämtliche Freunde von ihm angerufen. Mir ist nirgends aufgetaucht. Nirgends, kein Mensch weiß etwas von ihm. Und das, was ja das allen entnervendste ist. Was denn? Er hat seinen Pass mitgenommen. Das macht mich ja so fertig. Der geht ins Ausland jetzt, nicht? Aber das ist doch nichts. Dem ist er ja nicht gewachsen, versteh mich? Der ist doch trotz seinen 19 Jahren so ein naives Kind. Eben, der geht eben, doch vor die Hunde. Der geht vor die Hunde. Was ist jetzt wieder? Was hast du? Ich weiß es. Was denn? Jetzt weiß ich es. Was? Der ist Fremdenlegion. Aber ja, ich muss sofort zur Polizei. Ich muss die Polizei. Nein, Abhängigkeitsanzeige. Man muss die Grenzen sperren. Du lachst. Ja. Oh, das finde ich wunderbar. Ich freue mich, dass ich zu deiner Unterhaltung beisteuern durfte. Aber weißt du, dass du jetzt in diesem Moment fähig bist zu lachen? Das finde ich. Das finde ich höchst. Unväterlich. Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck. Du, bei dem bleib mal. Ich finde dein Benehmen auch unväterlich. Also sogar unmännlich. Bitte, wenn die Elfi so aufführen täte. So. Ja, wenn die Elfi so aufführen täte. Frauen haben das an sich, dass sie gleich aus... Ja, das da fällt mir ja übrigens diese Bemerkung. Moment, da fällt mir ja ein. Du, das ist jetzt schon etliche, fast Jahrzehnte her. Da bist doch du auch einmal erst so in der Früh nach Hause gekommen. Und da hat die Hilla aufgeführt. Ah ja, geht's?
erzähl, das interessiert mich. Was war denn damals? Die Hilla, weißt du, erzähl. Du bist auch erst, ich schätze ja auch zuerst um 6 Uhr gekommen. Die Hilla, also ich konnte sie nicht beruhigen, nicht wahr? Ja. Hin und her gerannt. Sogar die Polizei wollte sie verstecken. Was ist denn, warum das? Ich halte dich nur von einer Riesentrommlüge ab, mein Lieber. So von einer Lüge? Ich lüge nie. Oh, du lügst nie, na, dann verfälschst du die Vergangenheit. Ich verfälsche. Jawohl, jawohl, mein Lieber. Denn weißt du, wer die ganze Nacht auf und ab gerannt ist, wie ein Pyjama-Tiger im Schlafrock oder im Käfig oder was? Du warst das. Und du wolltest die Polizei anrufen. Und ich habe dich noch davor bewahrt, dich vor der Polizei lächerlich zu machen, Franz. So war's doch, Ernst. Was sagst du dazu? Und wie ich in der Früh nach Haus gekommen bin, das war übrigens ein vollkommen harmloses Treffen mit ein paar Studienkollegen, wie ich in der Früh nach Haus gekommen bin, da hast du dich aufgeführt. Na, du warst ja sowas von verbohrt. Verstehst du? Du warst keiner Argumentation, keiner Erklärung, keiner Entschuldigung zugänglich. Du hast nur getobt und geschrien, dass der Luster gewackelt hat. Also du, damals war ich wirklich drauf und dran, die Wohnung zu verlassen. Ja, doch eigentümlich, wie sich alles im Leben wiederholt, gell, Ernstelein? Hast du wiederholt gesagt? Ja. Oh, da bist du aber groß in mir. Wieso? Nein, du, das mit mir damals und das mit dem Tommy heute, das ist doch überhaupt nicht zu vergleichen. Das muss man erklären. Das werde ich dir erklären. Na, was ist? Ich war nämlich mit meinen 19, ich war ein reifer, verantwortungsbewusster Mensch. Ganz anders als der Tommy. Oh, du Mama, das ist ein horrender Unterschied. So. No, den möchte ich Klavier spielen können. Da ist der Bulle. Ah! Was ist los? Krampus? Nein, sind wir doch längst drüber. Ach, was Blödes! Dieses Mistsack! Ich hab nicht gesagt, ein Papiersack, ich halt das nicht aus. So ein Druck. Ah! Was wird denn das, aber was wird das? Fertig ist? Jetzt wird's nichts mehr. Ich hab gewusst, dieser Sack halt werden sollen, hätte es ein Schlemmer essen, ein Coco-Vin. Das sagt man gar nicht. Das hätte ich mir gedacht, dass Ihnen die Feinheiten der französischen Küche bisher verschlossen blieben. Coco Vin ist ein Händel in Rotwein. Also genauer gesagt, ein Hähnchen in Rotwein. Na, was ringen Sie denn auf? Das haben Sie ja jetzt. Gebüte, schlichte Einfalt. Das ist, glauben Sie, das gierst man so drüber? Ich meine, das macht man, indem dieses Händel hätte an sich 8 oder Feinspitze behaupten sogar 24 Stunden ganz langsam im Rotwein vor sich hin köcheln soll. Das Händel wird sich damit abfinden, dass du nur eingewackt bist. So, na, siehst du, kommen Sie mir nicht mit dem Gatsch da rein. Das lassen Sie heraus. Ich komme dann mit einem Mistschaufel und das Ganze trage ich dann zum Kiebeobe. Kiebeobe. Mir bricht das Herz. Herrn, die Hosen haben Sie auch voller Rot. Ja, also tun Sie denn nichts an. Ich werde Sie halt ausziehen und dann können Sie es auch gleich in Kiebeobe drohen. Na, mich werden Sie nicht erschrecken. Ich habe schon Männer ohne Hosen gesehen. Davon bin ich überzeugt. Und falls das ein unzüchtiger Antrag ist, Gott bewahr, dann muss ich lehnend abdanken. Heute ist mir schon grauslich genug. Ich habe mich schon so viel geärgert. Ja, ich auch. Zuerst würde ich mir ein Schlemmeressen machen. Und jetzt bitte, ja, Vetter, ja, da liegen die Scherben. Aus ist es. Außerdem habe ich meine Schlüssel verloren und das ist zum Weinen. Ha, trocknen Sie Ihre Tränen, auch ich habe meine verloren. Das ist aber lustig, so ein Zufall. Ja, Sie gelacht habe ich schon den ganzen Tag. Wie ich zu meiner Wohnungstür gekommen bin, habe nicht aufsperren können, bin wieder bis hierher gefahren. Was glauben Sie, wie ich in der Straßenbahn gekichert habe? Jetzt habe ich aber genug gelacht, jetzt möchte ich endlich meine Schlüssel. Heißt das, dass diese Schlüssel, die jetzt... jetzt hat's aber geschnallt, oder? Ich meinte, diese Schlüssel, das sind die Ihren, die ich mitgenommen habe. Aha. Moment, aber es durchschießt mich ein Gedanke. Aber gehen Sie uns so rasend schnell, haben Sie das öfter? Das ist ja sehr lustig, Sie sind sehr gut aufgelegt schon wieder. Nein, was passiert, wenn man dieses Händel jetzt unter die Dusche hält? Kann man da die Rotweinflaschensplitter so wegkriegen, dass das Händel trotzdem genießbar ist? Sie brausen sie nach Händel, wo sie wollen. Apropos brausen, wie geht's denn Ihrer Braut? Wie geht's Ihrer Braut? Sie sind nicht mehr am Laufenden, weil die Sache ist beendet. Aha, na ja, so, jetzt geben Sie mir endlich meine Schlüssel. Gut, da haben Sie Ihre Schlüssel. Wo sind die meinen? Die sind drinnen beim Herrn Sektion. Gut, dann gehe ich Ihnen holen. Nein, bitte gehen Sie ja nicht hinein. Was ist dieser Anfall von Leidenschaft? Lassen Sie mich los. Halt, au! Sie sehen wie ein Griff, wie ein Catcher am Heimmarkt. Warum soll ich da nicht hineingehen? Weil der Herr Ernst ist drinnen. Das ist nur der Gogo. Und der will Ihnen hauen.
Liebe Frau Sokol, ich verstehe, dass die Sache mit den Schlüsseln sehr unangenehm ist. Aber so, dass man darüber gleich den Verstand verlieren muss, so schlimm ist es auch nicht. Warum soll mich der Ernst, der wirklich ein bemerkenswert stiller, leiser, ja fast scheuer Mensch ist, warum sollte der mich hauen? Sich mit still und scheu, das ist nichts, der ist heute hereingesaust wie ein Berserker. Oder wie das heißt. Ja, und, dazu, ganz genau so. Und dazu hat er gesagt, wenn er ihn erwischt, der wird er ihnen was erzählen. Er wird sie erziehen und sie sind ihm nicht alt genug. Er wird sie übers Knie legen und durchhauen. Das hat der Ernst gesagt? Naja, so fast wäre. Er wird mich übers Knie legen, erziehen und gut, dann gehe ich jetzt. Da gehe ich jetzt besonders gerne, weil vor dem Grispindel fürchte ich mich nicht. Zum Glück bin ich nämlich einige Kilo schwerer als der liebe Ernst. Hab ich richtig gehört? Ist er endlich aufgetaucht, der Lars? Ja, ist aufgetaucht. Und die Frage ist, raffen wir gleich da oder gehen wir auf die Gossen? Warum gehen wir auf die Gossen? Weil ich nicht dieses an sich gepflegte Vorzimmer mit deinem Blut besudeln möchte. Was? Weil die Flecken so schwer ausgehen. Sag mal, bist du übergeschnappt oder besoffen? Weder noch, aber selbst im Vollrausch wäre ich noch in der Lage, dich auf einer Hand durch die ganze Lafitte Wohnung was zu tragen denn? Was ist und anschließend wie einen nassen Fetzen durch die Luft zu schleifen. Aber um Gottes Willen! Nein, nein, nein! Was machen Sie mit meinem Sohn, Herr Bitte? Ich entschuldige mich in aller Form, aber ich lasse mich nicht von meinem Kompagnon übers Knie legen. Bitte, was? Nur weil er zufällig um ein paar Tage älter ist als ich. Ja, bitte, sind wir hier im Kindergarten. Und das kannst du dir auch gleich merken. Mich braucht man auch nicht mehr zu erziehen. Denn auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, ich bin erzogen und zwar relativ gut. Ich verstehe noch immer kein Wort. Plötzlich versteht er kein Wort. Nein. Zuerst große Ankündigungen und dann kleiner Mut, wenn es dazu kommt. Aber gut, ich arbeite meinen persönlichen Weltfriedenstag und in dem bist du eingeschlossen. Danke. Ich akzeptiere deine Entschuldigung. Wofür soll ich mich entschuldigen, sag einmal? Wofür? Er hat nichts gemacht. Nein. Oder? Das ist gemeingefährliche Drohung. Oder wie das heißt, ist ein juristischer Tatbestand. Du hast vor Zeugen gedroht, mich zu verprügeln. Was? Ja, ich habe gedroht, dich zu verprügeln? Ja, du hast gedroht, mich zu verprügeln. Bitte, Herr Ernst, das ist meine Schuld, aber ich habe es ja nicht böse gemeint. Ich wollte nur ein Blutbad, ich wollte sie nicht vernadern, ein Blutbad verhindern, weil das hätten meine Nerven, hätten niemand der Bock. Ja, Hilla, also ich nehme es zurück, ist kein Kindergarten, das ist ein Irrenhaus. Ein Irrenhaus, wirklich, entschuldigen Sie, Frau Sokol, aber was fällt Ihnen eigentlich ein, von einem Blutbad zu reden? Wo aber sind wir denn? Herr Ernst hat doch gesagt, wenn er ihn erwischt, dann wird ihn hauen, übers Knie legen und ich weiß nicht was alles. Was, das hab ich gesagt? Ja. Aber nein, ich hab doch nicht den Heinz gemeint, sondern den Tommy. Den Tommy? Naja, das ist aber auch, ich mein, keine charakterliche Hochleistung von dir, wenn du deinen eigenen Sohn verprügeln willst. Ich habe gar nicht gewusst, dass in deiner scheuen Seele so grausame Instinkte schlummern. Du bist ja wie der Genghis Khan. Vielleicht sollte ich dich ab heute Chingal nennen. Ja, hör doch auf mit deinen blöden Witzen. Dafür habe ich jetzt wirklich nicht den Nerv. Der Tommy ist verschwunden. Was? Der Tommy? Ja. Das arme Kind, jetzt irrt er hungernd und einsam allein durch die Straßen und hat kein Zuhause. Das ist wirklich schrecklich. Wo doch in unserer Gegend erst unlängst so ein Überfall war, wir haben es an Foster Schloss. Gottes Willen. Ich danke Ihnen für Ihre tröstlichen Worte, Frau Sokol. Nein, es ist so aufregend. Kinder, setzt euch. Jetzt brauchen wir alle eine Pause. Der Melissentee ist inzwischen, glaube ich, auch geholfen. Heute ist auch kein Tag für einen Melissentee. Auch in mir regt sich die Stimme nach etwas Stärkerem. Ja, Herr Windeck, bin nicht immer Ihrer Meinung, aber heute bin ich völlig Ihrer Meinung. Darf ich Ihnen helfen? So, und Frau Sokol, Sie setzen sich dann auch zu uns. Gerne, bitte. Und dann trinken Sie einen Schluck. Und dann werden wir Ihnen ein Taxi spendieren, sehr dass Sie lieb, nach Kagan wiederkommen. So, das werden wir jetzt schnell eingießen. Kann ich dir bitte ein Glas noch was? So. Wenn ich jetzt noch eine Nacht auf den Tommy warten sollte, also das... Aber musst du das sicher das nicht. Das verkraft ich nicht. Nein, ja. Ich muss die Elfi in Graz anrufen. Die Elfi willst du in Graz anrufen? Ich muss es. Ich muss doch vorher möchte ich dich aber etwas fragen. Also, du hast doch Fantasie. Bitte stell dir doch vor, der Tommy würde jetzt vor dir stehen, ja? Was würdest du ihm sagen? Was ich ihm sagen würde? Ja. Nix. Ein paar runterhauen würde ich ihm links und rechts, diesen Lausbuben, diesen Rücksichtslosen. Damit er deutlich sieht, was wahre Vaterliebe ist. Ach, das ist heute ein merkwürdiger Tag.
Ich bin immer Ihrer Meinung. Bitte, wenn ich irgendetwas sagen dürfte, ich bin auch ganz seiner Meinung. Ja, weil ich finde nämlich, dass man Vaterliebe oder nicht dadurch beweisen, dass man ein Kind watscht. Bravo, bravo, Prost. Prost. Du weißt ja nicht, was für Angst mir aussteht um ein Kind. Aber das kann, ich kann es mir vorstellen, aber nicht vorstellen kann ich mir eben, dass Watschen ein Vater-Sohn-Verhältnis sehr wesentlich verbessern. Herr Winde, darauf, Sie sind heute ein Born der Weisheit. Das ist entzückend. Es ist merkwürdig. Hila, was meinst du? Glaubst du, ist es soweit? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte euch noch etwas sagen. Was denn? Ihr habt ja alle vollkommen recht. Vollkommen recht. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte zu heute früh, ich würde mich ganz anders verhalten, nicht so unbeherrscht reagieren. Oh. Ich würde versuchen, ein vernünftiges Gespräch mit dem Tommy zu führen. Ja, aber das spürst du aber nicht. Verstehst du? Ich meine, die Zeit kann man eben nicht zurückdrehen, sondern das ist gelaufen. Gut. Nur ich meine, ich würde mir vielleicht an deiner Stelle die guten Vorsätze merken und das nächste Mal, wenn es zu einer ähnlichen Situation kommt, sie in die Praxis umsetzen. Herr Windeck, mir muss heute jemand den Stein der Weisen in die Tasche. Also, Franz, ich finde nicht nur, dass wir so weit sind, sondern ich finde auch, dass der Ernstl so weit ist. Ja, so, noch ganz so weit? Mit was denn? Ja, wir gehen jetzt ins Arbeitszimmer von Franz. Komm. Ja, ich weiß schon, natürlich telefonieren mit der Elfi. Jawohl, das muss ich tun. Ich muss die Elfi anrufen und ich werde auch die Wahrheit sagen. Ich werde ihr sagen, dass es einzig und allein meine Schuld ist. Na, das ist ja nicht notwendig. Nein, Sie sollten. Das ist wieder ein bisschen zu viel. Du pendelst heute so zwischen den Extremen hin und her. Du bist es nicht einzig und allein deine Schuld. Du musst die Schuld schon mit deinem Sprössling 50-50 teilen. Komm, komm, mein Kind, komm rein. Wo ist das Telefon? Halt. Tommy. Ja, schau daran. Jetzt ist er vor Aufregung eingeschlafen. Ja, das hat er von dir. Du kannst auch in jeder Gemütsverfassung schlafen, mein Tommy. Lieber, gell? Na, ich bin ja so froh. Mein Gott, der schaut aus wie er als Säugling immer, wenn er geschlafen hat. Nur war er heute halt ein bisschen kleiner. Ich bring's nicht über mich, ihn aufzuwecken. Schau, wie lieb er für mich. Das ist der alte Ernst, wie ich ihn kenne. Jingle Papa. Ja, du brauchst ihn ja nicht aufzuwecken. Lass ihn ruhig schlafen. Der Franz mag das, wenn im Arbeitszimmer von ihm jemand schläft. Das ist schon morgen, länger als das Arbeitszimmer. Morgen schicke ich ihn dir runter, morgen früh. Und dann wird er dir alles sagen, wie es war und dass es ihm leid tut. Ja. Er wird dir alles erzählen und er wird dich um Entschuldigung bitten. Und ich werde ihm auch sagen, wie mir zur Mutter ist. Wenn auch, werde mich auch entschuldigen. Ja, tu das. Das ist ja. Aie. Was ist denn? Aber jetzt haben wir wieder vergessen, das Taxi für die Frau Sokol. Das macht nichts. Wir brauchen kein Taxi. Es wird meine Ehre sein, die liebe Frau Sokol, dass ihr schließlich durch meine Schuld diesen Weg von Kagran und zurück machen musste, mit meinem Wagen nach Hause zu. Es ist so leer. Also so, was heilt sie sich nicht wieder zu erkennen? Wirklich. Also Sie haben vorhin, haben Sie in einem Zusammenhang von Ihrer guten Erziehung gesprochen, wo eigentlich kein rechter Anlass dazu war, wie Sie nämlich meinen armen Sohn da so gehabt haben. Das war ein Missverständnis. Ja. Aber jetzt wirklich, also sagen Sie, im Vertrauen, hat man sie uns in letzter Zeit ausgetauscht? Überhaupt nicht. Ich bin immer gleich. Ich bin der entzückendste Mensch der Welt, aber wenn man mich nicht reizt. Ja, sagen Sie. Und ist es schwer, Sie zu reizen? Nein, ganz leicht. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also auf nach Kagran. Und guten Abend. Danke. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich spüre die vergangene Nacht in den Knochen. Ich bin keine 19 mehr. Na ja, Gott, aber 91 bist du auch nicht. Gute Nacht, aber das kommt schon. Gute Nacht, ach du lieber Gott, ist das eine Aufregung. War sehr gemütlich heute. Ne? Ach, gemütlich, kann man was Gemütlicheres vorstellen. Wollen wir die Gemütlichkeit fortsetzen? Fortsetzen? Du meinst unseren Streit fortsetzen? Ja. Ich denke gar nicht dran, nichts mehr. Ich will in Ruhe diesen Tag jetzt zu Ende verbringen. Hast du auch Weltfriedenstag heute? Ja, aber bei Gott, mein Gott, ich kann es brauchen. Was willst du von mir? Dann wir ganz einfach das Friedlichste auf der Welt machen. Wir spielen dieses friedliche Schachspiel zu Ende. Ich habe es geahnt. Es kommt nicht in Frage. Ich spiele nicht mehr mit dir. Nein, spiel nicht mehr. Du bist überheblich, wenn du mit mir spielst. Und du bist ungezogen, wenn du mit mir spielst. Und du bist ironisch, wenn du mit mir spielst. Ich will das alles nicht. Ist in Ordnung. Wir spielen nicht. Aber hinsetzen können wir uns doch. Na schön, aber ich schaue es nicht einmal an. Ja, schaue es nicht an. Ich werde mir einen Herrn suchen, einen Höflichen, der mit mir Schach spielt. Ah ja, das wäre ja ganz eine praktische Revanche, nachdem
nachdem du mir immer vorwirfst, dass ich meine, ich wirf es dir nicht vor, weil ich bin nur so neugierig. Was war eigentlich mit diesem Blumenstrauß vorige Woche, wie ich weg war? Also du hättest riesig gelacht. Was war denn da? Du hast riesig gelacht, weißt du? Ich habe einen Blumenstrauß gehabt. Hätte ich gelacht. Und deine liebe Familie, ja? Die wollte durchaus daraus konstruieren, als ob ich da irgendein Mächtel hätte. Aber wie? Ja, pass auf, hat die Familie gedacht? Und da habe ich sie an der Nase herumgeführt. Ja.